Moin Leute, Werder stoppt den Negativlauf in Wolfsburg. Nach 4 Niederlagen gibt es endlich wieder einen Sieg. Nicht einfach nur ein Punkt gegen formstarke Wölfe. Wir haben sie mit unserer Werder und Ole Werner DNA bespielt und meiner Meinung nach am Ende auch verdient gewonnen. Es gab die strittige Entscheidung beim Elfmeter um das Handspiel. Ich finde, das ist ein 50-50-Ding. Manchmal hast du das Glück und du kriegst den Elfmeter. Manchmal hast du das Pech und du kriegst ihn nicht. Oder eben das Pech und du kriegst ihn gegen dich, wie Wolfsburg in dem Fall. Ich finde aber, dass wir zu dem Zeitpunkt dann auch schon verdient nach der spielerischen Leistung in Führung gegangen sind. Und das ist eigentlich das, was mir am meisten Mut gemacht hat nach dem Spiel gegen die Wölfe und was mich eigentlich auch am stolzesten auf diese Truppe gemacht hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ziehe auch den Hut davor, dass du nach 4 Niederlagen einfach nicht dein Spielsystem umstellst, dich wieder so ein bisschen in die Defensive verkriechst, sondern einfach es beibehältst, deine Fußballidee auf den Platz zu bringen, selbst bei diesen 2 sehr herben Nackenschlägen in den letzten 4 Spielen, nämlich das dicke Ding gegen Bayern und gegen den FC. Also das ist schon meiner Meinung nach überraschend, wie Werder da aufgetreten ist. Und natürlich darf ich mir auch nicht zu schade dafür sein, einem Spieler, den ich sonst sehr, sehr häufig kritisiere, eben auch die entsprechenden Props mitzugeben. Das ist halt Grosso in dem Spiel gewesen, der das auf der 6 sehr, sehr gut gemacht hat, meiner Meinung nach. Hat den Vorzug vor Gruev bekommen, der sicherlich eine kleine Pause aufgrund der englischen Woche bekommen hat, denn schlecht gespielt hat er nicht wirklich. Und Grosso hat meiner Meinung nach seine beste Saisonleistung abgerufen, war endlich mal so ein Sechser bzw. so ein präsenter Sechser auf dem Platz, wie man es auch in den Spielen davor gebraucht hätte. Hatte ein deutlich besseres Gefühl für den Raum, war deutlich enger und deutlich aggressiver auch in den Zweikämpfen, hat das meiste auch wirklich immer sehr fair gelöst, wegverteidigt und das hat mir schon deutlich besser gefallen in dem Spiel als in den Wochen davor. Das muss und darf nach so einem Spiel dann auch mal gesagt werden. Auch ein Jung, der in den letzten Spielen sehr schwach war, wo ich ja persönlich auch nach wie vor der Meinung bin, dass wir Buchanan da aufbauen müssen, hat hier eigentlich auch wieder ganz ordentlich performt. Für mich gab es aber noch ein paar andere Spieler, die ein bisschen mehr herausgestochen sind. Nicht Füllkrug, trotz seiner beiden Tore. Ich finde, da wissen wir irgendwie mittlerweile schon, was wir kriegen. Aber er hatte auch abseits seiner beiden Tore echt ein gutes Spiel, hat Bälle gut festgemacht, gut runtergeholt und eben auch spielergebundene Räume geschaffen und schlussendlich dann eben auch seine Hütten gemacht. Allen voran finde ich aber eigentlich, dass Stay, der hier wieder eine Möglichkeit von Beginn an bekommen hat, seine Chance absolut genutzt hat. Aber sowas von. Also der Junge war präsent auf dem Platz, mit und ohne Ball, war stets in der Rückwärtsbewegung mit dabei, viele wichtige Zweikämpfe gewonnen, hat das Umschaltspiel mit angekurbelt, hat sich selbst in Räume gebracht, wo er auch immer wieder in das Offensivspiel mit einbezogen werden konnte. Auch gute Hereingaben, sehr, sehr gutes Passspiel und einfach diese Präsenz, die er da auf dem Platz gehabt hat, war meiner Meinung nach auch der wichtigste Aspekt dafür, dass wir das Mittelfeld in dem Spiel eben nicht verloren haben, sondern es dominiert haben über große Strecken des Spiels und damit ja schlussendlich auch diesen Sieg verdient einfahren konnten. Auch Niklas Stark möchte ich an der Stelle nennen. Der hat als zentraler Innenverteidiger den Vorzug vor Veljkovic wieder bekommen. Der war eine richtige Wand in dem Spiel, war wirklich sehr, sehr aggressiv und eng beim Mann. Ganz, ganz viel wegverteidigt, geblockt und auch viele gute Tacklings mit im Spiel gehabt. Und dann auch Mitch Weiser. Die Gegner stellen sich zwar immer mehr und mehr auf ihn ein, aber er findet seine Räume. In dem Spiel auch wieder ein bisschen mehr als davor. Und der Pass vor dem 2:0 auf Füllkrug, der war wirklich allererste Sahne, aber die ganze Situation. Da wird Stay außen frei gespielt, dann kommt die Flanke, Füllkrug auf Dingschi, der ihn erläuft, obwohl er ein bisschen weit nach außen geht. Der flankt zu Weiser und Weiser weiß im Prinzip schon vorher, was er machen muss und er legt dann perfekt ab auf Füllkrug. Also das war wirklich ein Sahne. Angriff, am Ende hätte es Dingschi komplett dicht machen können mit einem Konter zum 3:0. Der Winkel wurde immer spitzer, hat er leider nicht gemacht. Wir haben stattdessen noch das 1:2 kassiert und in der Nachspielzeit hat Wolfsburg nochmal ein bisschen gedrückt. Da habe ich so ein bisschen überlegt, oh, nicht, dass uns dieser Konter noch um die Ohren fliegt, ist er zum Glück nicht. Aber alles in allem war das wirklich eine hochkonzentrierte Werder-Leistung. Also man sieht eben einfach, ja, das Team muss immer ans Limit gehen, um solche Siege eben zu holen. Aber es war ein enorm wichtiger, gerade auch für die Birne, dass die Jungs wieder ein bisschen lockerer im Kopf werden. Aber es ist dann auch so, dass du siehst, wenn du die individuellen Fehler einstellst bzw. deutlich minimierst, dann ist eben auch mit diesem Team viel, viel mehr in der Bundesliga drin, als eben einfach nur jedes Spiel
so brutal auf den Sack zu kriegen oder die Spiele unglücklich zu verlieren. Das haben wir ja auch schon in großen Teilen der Hinrunde gezeigt. Das zeigen wir jetzt wieder. Ich finde, wir dürfen auch uns nicht blenden lassen von diesen frühen 21 Punkten, die wir in der Saison hatten. Es war, glaube ich, immer klar, wir werden die Rückschläge bekommen. Wir sind eine Aufsteiger, wir haben einen sehr dünnen Kader. Wenn da Leute fehlen, dann ist das eben sehr, sehr schwierig für uns aufzufangen. Deshalb umso glücklicher, dass wir Wolfsburg hier wirklich stark bespielt haben. Und ich sage es nochmal gerne, meiner Meinung nach am Ende auch verdient gewonnen haben. In dem Sinne, ich bin sehr gespannt, wie ihr das Spiel gesehen habt. Wir schnacken in den Kommentaren drüber. Reingehauen, Leute. Ciao.